Hi, heute geht es um einen einfachen Rahmen. Ich möchte ein bisschen Sand durchsieben. So eine Gase habe ich noch, irgendwo zu liegen. ja, und dafür will ich einen kleinen Holzrahmen bauen, einfach aus Dachlatten, aber will eine Überblattung bauen dann, oder Überblattung machen, damit es ein bisschen stabiler wird. Der Vicky hat es neulich gezeigt und hat dafür eine extra Vorrichtung gebaut. Bei mir seht ihr heute, wie es ein bisschen einfacher geht. Viel Spaß, bleibt dran. So, da war das ganze Projekt ja aus Resthölzern machen. Alte Dachlatte hier. Reicht dafür völlig aus. Sind 45, also machen wir 45,5. Dann sind wir hier noch in der Mitte. Könnte mir jetzt hier natürlich auch so einen Kasten für einen Parallelanschlag bauen, mit dem Anschlag dran, wo ich das all wunderbar dran festmachen kann, aber dann habe ich noch ein Teil mehr rumzuliegen. Und etwas, was ich sehr oft schon gebraucht habe, ist einfach das Ding hier. Das habe ich immer benutzt, um Hölzer aufzutrennen, wenn ich es schmaler haben wollte, halbieren wollte. So ans, nicht auf dem Tisch, sondern direkt an der Säge rangelegt. Man hat hier hinten erstmal den rechten Winkel, hat hier was zum Festhalten. Man ist dicht zwar an der Säge dran, aber man ist absolut safe beim Arbeiten. So, und dieses Teil kann ich mir jetzt natürlich auch einfach hier ranstellen. Messe mir das aus, wie breit das sein soll. Halt die Hölzer hier ran, kann ich auch noch festklemmen, wenn ich will. Und schon ist das perfekt zum Sägen. Wir gucken mal, ob es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, weil es wäre dann doch eine wesentlich einfachere Art. Kennt ihr den Trick mit den ausrissfreien Löchern? Machen wir jetzt hier noch ein zweites Loch drin. Einfach nur erstmal angesetzt, wo es hin soll. Das bohren wir hier rein. Wenn ich jetzt weiter durchbohren würde, würde ich sie auf der anderen Seite ausreißen. So gut ist kein Forstner Bohrer, auch wenn es aufgelegt ist, dass das nicht passiert. Nehmen wir einfach einen kleinen Holzbohrer und wir haben ja in der Mitte die Zentrierspitze. Da gehen wir einfach rein, bohren einmal durch. Nehmen unseren Forstner Bohrer und gehen von der anderen Seite ran. Die Zentrierspitze hier noch in die Bohrung drin. Und schon habt ihr ein ausrissfreies Loch. So, 1,6 cm. Wir sind hier mit dem Sägeblatt fast dran. Ah, im Laufe der ganzen Sägerei hat sich das halt ein bisschen vergurkt.
Die Teile kommen so zusammen, also müssen wir die Tiefe haben. Stellen es also jetzt hier die Tiefe ein. Mittelteil ist das, was rauskommt, auf der Seite. Sehen wir nachher noch raus. Und jetzt müssen wir natürlich den Schnitt genau um die Sägeblattbreite verschieben. Ein Reststück haben. Deswegen hebe ich die Sachen nämlich immer ganz gerne auf. 2,6 mm, da ist doch schon mäßig 2,8 hier vorne, so, ja. So, und jetzt machen wir Folgendes. Also Reststück mit der genau der Sägeblattstärke, seht ihr hier, passt genau rein. Jetzt haben wir nämlich genau verkehrt rum angezeichnet. Hier kommen die Außenteile weg und hier kommt das Innenteil weg. Damit wir nicht weiter durcheinander kommen, legen wir die mal gleich hier raus. Dazu lösen wir uns das ganze Ding und schieben es einfach mal ein bisschen rüber. Nicht so weit, dass wir nachher dann irgendwo im guten Holz landen, was wir aufheben wollen. So, von den Teilen müssen wir jetzt hier diesen Kanten wegschneiden. Können wir hier wieder wunderbar mit dem Anschlag machen. Und die Höhe stellen wir uns auch noch ein. Hier einfach so, dass er durch den Schlitz oben
Sägeblatt sät. Zur Not einen kleinen Ticken weniger. Und ich kann man es noch mal ein bisschen nachstellen. Und was ich bei solchen Arbeiten liebe, ist echt genial. Oh, die Kanten noch ein bisschen nachgearbeitet. Dann haben wir eine wunderbare Verbindung. Genau, hier sind die Ecken vom Sägen noch so ein klein bisschen. Die nehmen wir noch ein bisschen mit dem Stechbeil weg. Ja, ihr habt euch bestimmt gefragt, wie ich die gebaut hatte. Das ist selber ein Nichtchen ein bisschen blöd. So ist es besser. Wie viel ich den Rahmen gebaut habe? 7x7
gibt nicht nur 49 die Lottozahlen, sondern auch feinen Sand. Das ist der Sand, der vom Terrassenbau übrig geblieben ist. Allerdings sollte der nur 0 bis 2 sein. Da sind aber ein Haufen große Steine bei. Und da ich den benutzen möchte, um den Rasen zu glätten, müssen natürlich die Steine raus. Dafür habe ich den Rahmen gebaut, habe den kurzerhand mit Fliegengitter bespannt, an der Seite ein paar Hölzer ran, dass er besser drauf liegt. Und dann habt ihr gerade gesehen, wie leicht sich das ziehen lässt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hat es euch gefallen? Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, und ein Like. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Bis dann. Ciao.